Nice, let's go. So, meine Freunde, wir sind wieder zurück. Till in der Baumschule. Ja, muss ja auch mal sein. Das ist meine Krabbe. Die dir gefolgt ist. Jetzt folgt sie dir wieder, aber ich kann ihr auch Befehle geben. Hä? Wirklich? Nö, also ich denke da... Keine Ahnung. Ist mir egal. Wie viel Holz brauchte ich? 23, glaube ich, für nächstes Upgrade. Irgendwie sowas. Oh ja, stimmt. Das Schwert. Ja, so um die 20 rum. Oder 18 habe ich schon gekauft. Ich habe jetzt 18 habe ich ja schon gemacht. Demnach würde ich jetzt auf mehr tippen. 22. Haben wir irgendwo noch hier ein Holz rumliegen? Ich glaube hier oben nicht, ne? Nee, aber hier ein Coin. Wow, Geld braucht jetzt jeder hier in der ganzen Welt. Ich glaube, hier sind Coins nicht so attraktiv. Doch. Geh mal gucken, wie viel das dann jetzt kostet fürs Upgrade für mich. Okay, 24 ja, Stück brauche ich. Noch zwei. Bei der Baumschule. Nee, bei der. Nicht bei der Baumschule, sondern bei der Plantage gibt es da hinten noch zwei Stück, ne? Oder ein paar auf jeden Fall. Und sonst nehme ich hier die Häuser auseinander. Baust du die Häuser ab? Oh, warum nicht? Ist ja überflüssig. Schau mal, doch, ich glaube, die Wildschweine sind wieder dort. Dich verfolgt. Ja, sind sie. Also auf jeden Fall ein paar. Also ich glaube dann ist das hier auf die Ingame-Tageszeit definiert. Wenn ich das so richtig sehe. Ich schicke immer Bohrpelz. Und Knochen. Ah, meine Krabbe ist zurück! Vom Tiefschlaf, na du? Hey, aber Thickheit kriege ich nicht. Das sind dann wirklich diese fetten Dinger. Nee, Thickheit sind... Doch, die fetten Dinger. Das sind die kleinen hier. Die Thickheit sind die, die weiß sind. Auf dem Rücken, aber... Ich glaube einfach mal alle. Immer diese scheiß Bohrpelze, ey. Wie schon gesagt in der letzten Runde, ich müsste wirklich mal zur... Sag mal, klopft bitte nicht zu viel von diesen wunderschönen Tieren, denn, ich muss kurz zur Bank. Und du wolltest ja auch eigentlich zur Bank, soweit ich das mitbekommen habe. Hier kämpft eine Krabbe gegen ein Wildschwein. Ja. Ist ja kein Unmensch. Ist alles okay. Kein Ding. Jetzt habe ich Bohrpelz bekommen. Ich krieg nur diese. Das ist... Ah, Bohrpelz auch. Hoppala. Ich brauche eigentlich die Thickheit. 10 Stücke, das ist schon eine happige Sache, aber ich habe eine Idee, was wir machen können. So als kleine Taktik. Wir kloppen diese großen Dinger. Irgendwo haben wir doch mal 4 gefunden davon. Wollen wir von 4 von diesen riesen Dingern verfolgen, dass du schlussendlich gestorben bist. Einmal. Wenn wir die finden, die kloppen, und in der Zeit, wo sie wieder respawnen müssen, versuchen wir an die anderen Quests anzuschneiden. Ja, okay, dann komme ich mal wieder rum. Habe jetzt, glaube ich, Inventar. Jetzt muss ich noch Sachen verkaufen. Also ich habe alles abgelegt, was ich ablegen möchte. Ja, und ich weiß nicht mehr, wo man verkaufen kann, aber das ist egal. Kann man unten in der Stadt einfach verkaufen, oder? Boah, mein Inventar ist auch voll, ja, scheiße.
Scheiße. Aber wo kann man denn unten schon wieder verkaufen? Bei der Bardame? Ich geh mal ran. Egal, ich geh nochmal runter. Wir müssen ja eh nochmal gucken. Ich bin zu doof, ich weiß. Tut mir leid. Ich brauche 18 Holz. Für das nächste Upgrade. Hä? Ich hab kein. Hä? Mein Gleiter wurde irgendwie deaktiviert. Keine Ahnung, wie das ging. Du hast ihn verkauft. Nee. So ein Quatsch würde ich nicht machen. Gut, eigentlich schon. Ja, hier gibt's bestimmt nichts. So. Wo konnte man hier Dinge verkaufen? Na, hier auch nicht. Nein, was habe ich gemacht? 5 Gold für irgendeinen Quatsch ausgegeben. Hier kann man Dummies kloppen. Die Leute müssen uns echt hassen. Wir wissen nach einer Woche nicht mehr, wo wir Sachen verkaufen können. Das ist doch irgendwie doof. Der Typ will ja auch nur... Ja, toll. Oh, der Raylord hier unten, der will Honeycombs. Ich brauche 10 Honeycombs für den Typ. Der Typ hier. Wow. Raylord, der braucht 10 Honeycombs. Der Fischermann? Nee, der am Stand. Welchen denn? Der da. Das ist doch der Kerzenmann. Der will 10 Honeycombs. Das haben wir doch schon, die Quest. Echt? Also, klingt auf jeden Fall so. Du, was hat der hier gefangen? Eigentlich, der Fischer hier. Big Fish. Meine Taschen sind wieder leer. Ich kann ein Upgrade durchführen. Wo kannst du verkaufen schon wieder? Ich konnte bei dem Kerzenmann hier, glaube ich. Nee. Wo war das? Der andere Mann, da hinten. War das der hier? Der hier, Ray. Jo. Gegenüber dem Kerzenmann. Ich hab bei Cecil verkauft. Okay. Hier kann man auch upgraden. Ich brauche noch 4 Holz. Ich hab upgegradet. Wie ist das? Heißt, du hast ein Master-Schwert und kann nicht mehr. Wooden Sword maximale Qualität. Okay, cool. Ich hab's komplett upgegradet. Mehr geht nicht. Oh, ich hab noch ein Fickheit im Inventar in der Bank gehabt. Ich auch nur eins, aber. Ich hab jetzt 2. Ich hab ein Masterwork Sword. Wie viel Schaden macht das? 3 bis 7. Nicht schlecht. Ich brauche noch mein. Gut, ich hab's verkauft, aber wenn dann das nächste Steinschwert kommt, werde ich's behalten. Ja, da bin ich der gleichen Meinung. Aus, ich nehme hier wirklich den Golden Stick. Keine Ahnung, was der bringt. Oder die Iron Chopping Axe. Was braucht man dafür zum Upgraden? Das wäre auch noch eine Sache. Ich gehe mal kurz mal schauen. 12 Eisen. Ja, ist auch nicht ohne 12 Eisen, wenn du mich fragst. Und ich glaube, ich habe etwa 10 in der Bank. Vermute ich mal. Sogar 11. Aber nein, lieber nicht. Wo bist denn du jetzt, Freundchen? Ich geh wieder zu den Riesenwildschweinen. Jo, komm mit. Ich komm mit. Bei Ibis da.
Ibis, ich... Keine Ahnung mehr. Frag mich nicht. Ibis Hotel. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wo der wohnt. Also, wo die Dame da... Keine Ahnung. Egal. So, unser Kollege hier muss mal mit dem Pferd wieder zusammenrücken. Ja, danke sehr. Das Pferd irgendwo liegen lassen, ist bestimmt schon verhungert. Verdurstet. Ich wollte auch fragen, hattest du nicht mal schon ein Pferd? Ja. Hätte ich eigentlich. Oder habe ich? Wie viel hast du schon gekloppt hier durch? Das ist schon alles wieder weg hier hinten. Ah, du bist unten bei der Wildschweinfarm. Ich bin oben auf dem Hügel. Oh, da ist sogar eins. Sag mal. Wo? Ein weißes? Nö, nö, normales. Boah, Page. Ja gut, ich habe jetzt mein Holzschwert ist jetzt maximal upgraded, ne? Da brauche ich eigentlich noch ein Steinschwert und guck mal dann, ob es dann upgraded ist. Aber Steine zu kloppen ist eh doof. Ah, da oben bist du. Ja, ob für mich noch was drinne liegt, ich weiß nicht, ne? Guck, probier mal. Komm, du mal. So, Freundchen. Ja, dieses Riesending brauchen wir. Nö, ich hab immer... Ah, ich auch nicht. Ich hab keinen Fickheiz bekommen. Dann müssen wir noch weiter nach oben. Also ich weiß, dass es irgendwo eine Wildschwarmbande gibt. Wildschweinbande gibt, wo so ein Ding da dabei ist. Boah, haben wir wie viel? Ich habe ja weniger Quests, ne? Also. Ich glaube, wir haben weniger Quests. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quests habe ich. Ich habe 6. Oh, okay. Warum auch immer. Ich habe das mit den Federn noch nicht abgeschlossen. Ja, gut, das ist eben ein wenig, also ein mehr. Hallo, Kollegen! Ja, das ist das Riesenteil. Fuck four. Ja, wohin rennst du denn, du mein... Ah, ich fall runter! Ja, die können wieder hoch. Toll! Wir müssen nach unten hin. Nee, hier rauf. Komm hier rüber. Jetzt nochmal rüber. Oh, diese Lava-Teile, die brauchen wir. Die brauchen wir. Das war auch eine Quest. Ja, Lava-Blumen. Ich habe den Lava-Eingang gefunden. Oh. Lava-Blumen. Ja. 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 Also erstmal hier Steine kloppen oder sowas, ne? Weil Steine kann man echt gut zum Upgraden gebrauchen. Alles klar, ich bin schon drüber. Ich hab 4 Lava-Blooms. Du hast mir jetzt eine genommen, ne? Ich klopfe die Steine mal. Also die hier so rumliegen. Ah, bei dir lag da ein Stein drin. Okay. Hui, hier sind Upgrade für dein Stab. Magier, ja, geil. Ich habe ja auch einen Stab in der Bank. Geil, wir haben die Lava-Blooms endlich Wow. Ja, ja. Und? Hast du ein bisschen warm, glaube ich. Ja, ja, ich brauche keine Heizung mehr. Da denkt man, man hat alles und... Boah, wo geht's denn hier lang? Hä? Ey, voll geil. Wir haben endlich das gefunden, was wir schon seit Jahren suchen. Ein Zuhause. Eigentlich sind wir auf der Suche nach diesen Riesenwildschwein, aber... Egal. Bist du auch bei mir oben?
Nee, ich bin unten gewesen, um die Lava-Blooms und noch ein bisschen Upgrades zu holen. Leute, gibt's noch ein Versteck oder was? Ja. Wo bist du? Ich bin so ein Durchgang hinein. Okay, unten? Ist wirklich nichts. Nee, noch. Bevor wir wirklich, hier oben. Bin ich wieder. Hey du, Freund, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir nächste Runde weiterfahren. Denn hier ist echt ein bisschen heiß. Und mal gucken, wie wir da mit der Hitze umgehen. Aber wir sehen uns schon irgendwo oder finden uns schon irgendwie zurecht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.